Willkommen zum Vlog zum Coney Island Luna Park in New York City. Wir sind gerade im Thunderbolt gefahren, ein Samperla Eurofighter Fake. Die Bügel waren sehr eng, das Fahrverhalten war jetzt nicht super, aber trotzdem ein bisschen Airtime, netter Hangtime. War in Ordnung, die waren dann trotzdem jetzt nichts Weltbewegendes. Wir sind jetzt ein paar weitere Attraktionen gefahren, unter anderem den Coney Island Cyclone. Ich fand die Bahn eigentlich echt gut, eine der besten Holzachterbahnen sogar auf der Tour. Man hatte sogar echt nette Airtime, weil man echt viel Platz am Bügel hatte und das Fahrverhalten war vollkommen in Ordnung, zweimal gefahren. Und sonst auch noch ein Kitty Coaster und noch ein paar Flat Rides, unter anderem zwei neue von Samperla und noch eine neue Air Race. Und jetzt fehlen uns noch zwei Counts, der Samperla Flying Coaster und noch der Steeplechase, und da gehen wir jetzt hin. So, das war es dann mit unserem Vlog aus Coney Island. Wir sind noch den Samperla Volar gefahren. Ist auf jeden Fall deutlich besser als der Canada's Wonderland. Fährt sich deutlich besser, war in Ordnung. Und auch noch den Motorbike Coaster Steeplechase, war eigentlich auch ganz nett. Den Slingshot noch gefahren, war sogar im Wristband dabei. Das war auch ganz cool. Und den Propeller war in Ordnung. Dann noch den Endeavor von Samperla und nochmal Thunderbolt. Die Fahrt war jetzt wirklich echt unangenehm. Man hatte zu Hangtime und Airtime, aber trotzdem nicht so angenehm. Aber trotzdem, das war es an den Tagen Coney Island. Wir sehen uns dann wieder. Ciao.